Ja, meine sehr verehrten. Achso, Frau Jups, natürlich, Entschuldigung. Sie machen das auch sehr gut selbst, aber ich darf Sie herzlich willkommen heißen zu den Statements nach dem Gespräch mit Bundesminister Habeck und Ministerpräsident Reutke. Herzlich willkommen. Ja, auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen Ihnen allen, die heute hier sind. Ich bin besonders froh, dass wir heute Gelegenheit hatten, eine Stunde miteinander zu reden. Es ist nicht allzu viel Zeit, wir haben eine ganze Reihe von Themen. Aber ich glaube, dass es doch ein sehr konstruktives, offenes und ergebnisbetontes Gespräch war, wo wir nochmal natürlich über die Gesamtsituation der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland, aber auch speziell der wirtschaftlichen Entwicklung in Brandenburg gesprochen haben. Und es ist wie so oft im Leben, alles hat mit allem zu tun. Hier geht es natürlich besonders auch um die Frage der Energieversorgung. Ich war gestern auf Kreisreise in der Uckermark, habe da auch mit der Landrätin unter anderem gesprochen, aber auch mit einem Unternehmer. Und da merkt man, wo die Herausforderungen und die Probleme sind. Nochmal zusätzlich, also was wir brauchen, ist hier nochmal eine stärkere Planbarkeit, was die Energieversorgung in Deutschland insgesamt betrifft. Wir müssen wissen, wo wir in 6, 7, 8 oder 10 Jahren unsere Energie herbeziehen und müssen dann auch wissen, wie sich die Preise entwickelt. Ich finde es richtig, dass jetzt über einen Industriestrompreis nicht nur nachgedacht wird, sondern dass der wahrscheinlich auch kommen wird mit 6 Cent. Also moment, ja, der Bundesminister kann gleich noch dazu was sagen. Also wenn es nach mir geht, ja. Aber der Industriestrompreis ist ein erster Schritt. Wir brauchen ja für die gesamte Wirtschaft, aber auch für die Verbraucher im Land eine sichere und bezahlbare Strompreise, eine sichere Versorgung und eine Bezahlbarkeit muss für alle gegeben sein. Und deswegen ist es sicherlich nur ein erster Schritt. Ich habe dem Bundesminister auch noch mal versichert, dass wir Brandenburger weiter den erneuerbaren Energiebereich fest im Blick haben. Wir wollen weiter ausbauen. Wir haben Pläne, die weit in die 30er Jahre hinein reichen. Wir sind eines der Bundesländer, die den höchsten Ausbaustand erneuerbarer Energien haben. Wir haben die höchste Produktion pro Kopf, die höchste Produktion pro Fläche an erneuerbarer Energie. Das hilft uns ja jetzt schon, unsere Wirtschaft voranzubringen. Und wenn Sie sich an die Wirtschaftsentwicklung des Jahres 2022 erinnern, die Auswertung liegt ja vor, dass Brandenburg das Flächenland in Deutschland war mit der höchsten Wirtschaftsdynamik, das spricht Bände. Und das hat in Brandenburg viel mit dem Ausbau erneuerbarer Energien und der damit verbundenen Möglichkeit klimaneutraler Produktion zu tun. Die Rahmenbedingungen müssen dafür aber noch besser werden. Es ist nicht nachvollziehbar, dass die Bundesländer mit dem höchsten Ausbaustand erneuerbarer Energien dafür bestraft werden, mit den höchsten Strompreisen. Das muss sich dringend ändern. Das ist eine alte Forderung aus Brandenburg, die hatten wir übrigens auch schon beim Vorgänger von Herrn Habeck, der da auch, glaube ich, hätte ein bisschen mehr tun können, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Wir müssen, wenn wir in der Klimaneutralität vorankommen wollen, diese Vorteile, die erneuerbare Energien bieten, in den Regionen an die Menschen weitergeben. Das betrifft die Wirtschaft, das betrifft aber auch die einzelnen Haushalte. Und ich glaube, da gibt es viele, viele Möglichkeiten, wie wir das tun können. Ein weiterer Punkt war Transformation, Kohleausstieg und viele Sachen, die damit zusammenhängen. Und da habe ich mich aus tiefstem Herzen auch heute beim Bundesminister, bei Robert Habeck bedankt, dass wir den Prozess, der in der Lausitz momentan läuft, als, ich glaube, deutschlandweit ein Modell ist, wie industrielle Transformation laufen kann und ich füge hinzu, wie sie vielleicht auch laufen muss, dass wir es schaffen werden, bevor die ersten Arbeitsplätze durch das Kohleausstiegsgesetz des Bundes verschwinden werden in der Lausitz. Das ist dann das Kraftwerk Jänschwalde, das erste ist, das 2038 dann schließen wird, vorher schon der Tagebau. 2028, nicht 38, Entschuldigung, dass wir vorher schon eine größere Anzahl neuer Industriearbeitsplätze haben werden. Das hängt auch sehr mit der Unterstützung von der Bundesebene zusammen. Das, glaube ich, ist immer wichtig wieder zu betonen. Wir werden schon im nächsten Januar 400 neue Arbeitsplätze im ICE-Bahnwerk in Cottbus haben, 400 neue gut bezahlte Industriearbeitsplätze. Bis 2026 werden noch weitere 800 dazukommen. Das ist nur ein Beispiel. Universitätsmedizin und Lausitz Science Park sind zwei weitere. Also ein Prozess, der gut läuft.
Sicherheit der Energieversorgung ist aber ein wichtiges Thema in Brandenburg. Wir wissen ja, nicht nur in Brandenburg, sondern auch für Deutschland, wir leisten in Brandenburg ja nach wie vor einen großen Beitrag, beispielsweise dadurch, dass die zwei Blöcke, die in der Kraftwerksruhe waren, im Kraftwerk Jenschwalde, heute noch in Betrieb sind. Ich glaube, bis Ende Juni wird es so weitergehen und damit auch zur Energiesicherheit in Deutschland einen wesentlichen Beitrag leisten. Ein dritter Punkt, der uns natürlich auch beschäftigt hat, wo wir in den letzten Monaten auch sehr eng zusammengearbeitet haben, war die Situation im PCK in Schwedt. Ich bin da auch sehr dankbar. Wir haben es, glaube ich, geschafft, in den letzten Monaten die großen Befürchtungen zu widerlegen, die ja die Diskussion von Anfang an begleitet haben. Wir waren gemeinsam im Mai letzten Jahres, ungefähr vor einem Jahr, vor der Belegschaft in Schwedt. Und man hat gespürt, wie groß die Unsicherheit war. Wir haben heute eine Situation, die durchaus als stabil bezeichnet werden kann, auch wenn wir noch nicht bei einer hundertprozentigen Auslastung der Raffinerie sind. Die Auslastungssituation hat sich allerdings verbessert. Das ist momentan ungefähr bei 75-80%. Und so, dass die Raffinerie auch weiterhin nicht nur für die Beschäftigten einen sicheren Arbeitsplatz bieten wird, sondern dass sie auch weiterhin zur Versorgung im Großraum in Deutschland einen wichtigen Beitrag leistet, die Versorgungssicherheit also mit Raffinerieprodukten weiterhin gewährleistet ist. Wir werden diesen Weg weitergehen, also hier die Zusammenarbeit im Bereich der Versorgung, der Ölversorgung der Raffinerie ist eine Herausforderung, vor der wir weiter stehen. Aber gleichzeitig auch den Prozess der Transformation, den wir gemeinsam eingeleitet haben an dem Standort, wo wir ja durchaus große Ziele haben. Und ich habe vorhin über die Transformation in der Lausitz gesprochen. Und Jörg Steinbach, der heute hier ist, der sagt immer, was wir in der Lausitz machen, ist eigentlich Slow Motion, was Transformation betrifft. Wir müssen noch mal schneller sein in der Uckermark, noch mal schneller sein in Schwedt. Und wir wollen da bis 2027, ich nenne mal die Zahl, 300 Megawatt an Elektrolyseleistung aufbauen für die Produktion von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien aus der Uckermark. Mit diesem Wasserstoff dann Methanol für die chemische Industrie und Kerosin für die Luftfahrt produzieren und damit auch dauerhaft für den Standort eine klimaneutrale Zukunft schaffen, aber gleichzeitig auch den Standort weiterhin einen starken Industriestandort sein zu lassen. Das waren ein Teil der Themen, die wir in der Stunde kurz miteinander beredet haben. Herzlichen Dank erstmal, dass ich eine Einführung machen durfte. Bitte sehr. Ja, ich habe zu danken, dass Sie sich die Zeit nehmen, Herr Ministerpräsident, sehr geehrte Damen und Herren, auch von meiner Seite noch kurz ein paar einordnenden Sätze zu den genannten Themen des Ministerpräsidenten. Ich baue es mal umgekehrt auf und fange bei Schwedt an. Es ist ja in der Tat so, dass wir viel miteinander im letzten Jahr diskutiert und zu tun hatten und ja unter großem Druck diese Gespräche stattgefunden haben. Der Termin damals in Schwedt, diejenigen, die von Ihnen da waren, die werden den erinnern. Das war ein Termin in einer Sondersituation, in einer Ausnahmesituation und die Befürchtung war ja, dass die Ausnahmesituation permanent ist, dass die Region, die Versorgungssicherheit für Brandenburg, für Berlin, für den Osten Deutschlands gefährdet ist, wenn kein russisches Öl mehr kommt. Und die Sorgen, die erhitzten Gemüter, die werden allen in Erinnerung geblieben sein. Und es ist eine große Kraftanstrengung gewesen, das zu verhindern. Und man muss heute sagen, bisher hat das gut geklappt. Der Ministerpräsident hat das gerade ausgeführt, es kommt kein russisches Öl mehr. Aber die Versorgungssituation ist stabil und die Raffinerie arbeitet mit einer guten Auslastung. Da haben viele mitgeholfen und viele haben es möglich gemacht. Ich will mich ausdrücklich beim Land Brandenburg, bei Ihnen, Herr Ministerpräsident, bei Jörg Steinbach bedanken. Michael Kellner, mein Staatssekretär, steht da hinten auch. Also das ist schon ein großes Gemeinschaftswerk. Nicht zuletzt auch, dass es dann vor Ort eine Bereitschaft im Betrieb gegeben hat, diese Umstellung mitzumachen. Und natürlich kann das nicht das Ende sein. Der Ministerpräsident hat es gerade ausgesprochen. Es gab immer den Doppelschritt Stabilisierung der Versorgungssicherheit, auch ohne russisches Öl, Gdansk, Rostock als Stichwort. Und gleichzeitig Transformation in neue Zukunftsfelder. Und auch da sind wir dank der guten Zusammenarbeit vorangekommen. Die sollte sich jetzt verstetigen, also auch die Zukunft mit den Eigentümerstrukturen sicher aufzustellen. Das ist sicherlich jetzt die Aufgabe für die Zukunft. Zweitens, Transformation ist
immer schnell gesagt und irgendwie so ein politisches Stichwort, wo alle nicken und sagen, ja klar, nur wenn man sich wandelt, kann man mithalten beim internationalen Wettbewerb. Aber wenn es konkret wird, wird es häufig ganz schwierig, und zwar sowohl beim Aufbau von neuen Infrastrukturen, Wind oder auch Stromnetze, aber eben auch bei der Veränderung. Das führt direkt in die Lausitz. Lausitz, eine Region, die Energieregion im Grunde, die Deutschland über Jahre, Jahrzehnte jetzt mit Energie günstig und versorgungssicher stabil gehalten hat. Und jetzt ist die eben auch von der Transformation betroffen. Es ist noch nicht so lange her, dass ich in der Lausitz war, und ich kann nicht mit der tiefen gelebten Fachkenntnis der Kollegen aus Brandenburg, aber doch von der Anschauung, den Gesprächen, die ich dort hatte, unterstreichen, was gesagt wurde. Sie wird ja dort gelebt, die Transformation. Es gibt Unternehmen, die suchen jetzt Arbeitskräfte. Also die wollen expandieren. Der Konzern LEAG selbst wandelt sich, öffentlich angekündigt und schon dabei ist zu tun, baut erneuerbare Energien aus, will in Wasserstoff investieren. Und die Projekte sind auf den Weg gebracht. Wir sind gerade dabei, das sogenannte Wasserstoffkernnetz zu entwickeln. Das wird dann über den Sommer konsultiert und dann haben wir es und dann wird es gebaut, sodass also auch die potenziellen Standorte für wasserstofffähige Kraftwerke dann angeschlossen werden. Es gibt an verschiedenen Stellen, über Schwedt haben wir gerade 300 Megawatt schon gehört, Elektrolyse. Überall in Deutschland sind die Projekte in Vorbereitung, teilweise stehen die Investitionspläne schon. Also da findet eine Menge von Transformation statt, und ich denke, die Debatte um den Kohleausstieg, die ja wie ein Elefant im Raum steht, sie sollte sich nach der Wirklichkeit richten. Also wir bauen das jetzt alles auf, wir schaffen die Voraussetzungen, und dann wird vor allem ökonomisch darüber zu reden sein, was die Konsequenzen daraus sind. Und so sind die Gespräche, so haben sich, wenn ich das so sagen darf, unsere Gespräche über das letzte Jahr entwickelt. Und das ist, glaube ich, eine gute Entwicklung. Und dann lassen Sie mich abschließend noch etwas zu der besonderen Situation von energieintensiven Bundesländern oder Regionen sagen. Das ist ja Brandenburg, und Sie wissen, wo ich herkomme, aus Schleswig-Holstein. Also die Ausführung des Ministerpräsidenten, ich kann mich gut daran erinnern, dass ich die selber auch schon geführt habe. Und es ist richtig, wenn man erneuerbare Energien ausbaut, die Preise aber in diesen Regionen durch den Ausbau höher sind, dann ist das ökonomisch unsinnig und gesellschaftlich auch nicht richtig. Und deswegen werden wir hoffentlich in einem guten Miteinander mit den allen Bundesländern über eine Reform der Netzentgelte reden müssen. Es ist lange nicht angepackt worden. Nun haben wir aber auch wiederum eine Situation, und deswegen bin ich halb hoffnungsvoll, will ich mal sagen, dass man das auch als gemeinsames Gespräch aufziehen kann. Wir haben ja eine Situation, wo jetzt alle Bundesländer ihren Beitrag beim Ausbau der erneuerbaren Energien leisten müssen. Nicht nur die Frage, wollt ihr, sondern müssen. 2%, bisschen immer rauf und runter gerundet, aber 2% Verpflichtung, Ausbau von Windkraft gilt auch für die Regionen, die bisher nicht so stark dabei waren. Das heißt also, die Problemstellung wird sich bundesweit irgendwann abbilden, und die Frage ist, wie schaffen wir da Gerechtigkeit? Und diese Frage werden wir jetzt versuchen, gemeinsam zu klären. Aber insgesamt hat der Ministerpräsident recht. Es muss ein Vorteil sein für die Regionen und für die Menschen in den Regionen, dass sie sich bei diesem Transformationsprojekt, bei dem gesellschaftlich gewollten Projekt beteiligen, und kein Nachteil. Und eins will ich sagen, weil das haben wir schon entschieden und geklärt, und das ist nur ein Vorteil für alle. Das ist die sogenannte Regelung Nutzen statt Abschalten. Sie wissen, dass in Regionen, wo das Netz den Strom nicht mehr aufnehmen kann, und der Netzausbau ist ja langsamer als der Ausbau der erneuerbaren Energien häufig, dass dann Windkraftanlagen, das betrifft aber auch Photovoltaikanlagen gegebenenfalls, abgeschaltet werden. Strom, der produziert werden könnte, wird nicht produziert, und trotzdem kriegen die Betreiber eine Vergütung, weil ja der Staat die Infrastruktur nicht aufgebaut hat, also das Investitionsversprechen nicht eingehalten hat. Wir zahlen also für Strom, der nicht produziert wird, weil die Leitungen nicht da sind. In einer Situation, wo wir Energie nicht zu viel haben, nur weil sie nicht eingespeist wird, sondern Wasserstoff brauchen. Wir können Strom zu Wärme verwandeln. Wir können Strom in chemische Prozesse einbauen. Und das werden wir jetzt tun. Wir werden diese Regelung verändern. Wir werden das Gesetz entsprechend verändern, sodass dann in diesen Regionen der Strom genutzt werden kann, statt abgeschaltet werden kann.
Und das ist dann ein ökonomischer Vorteil für alle. Wir bringen die nächsten technischen Schübe nach vorne, Wasserstoffhochlauf beispielsweise. Und gleichzeitig entlasten wir die allgemeinen Bürgerinnen und Bürger, weil die Entgelte oder die Gebühren oder die Stromtarife nicht bezahlt werden müssen für Strom, der nicht produziert wird. Also das ist eigentlich eine Win-Win-Situation für alle. War nicht so ganz einfach, das technisch hinzubekommen, aber nun haben wir es gelöst, nun machen wir es. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident, Herr Bundesminister. Die erste Frage habe ich schon von Michael Sauerwiel für Bild und Bildnetz. Sie können sitzen bleiben, ich habe keinen verstanden. Eine Frage. Eine große Erleichterung. Vielen Dank. Nicht drei Fragen. Ich stelle mal drei Fragen. Zwei Fragen. Die erste betrifft, lieber Habeck, den Raum von der Ausstieg. Sie haben eben etwas unscharf gesagt. Die Debatte um den Kohleausstieg wird sich nach der Wirklichkeit richten. Was meinen Sie damit? Und sind Sie da im Konsens mit dem Ministerpräsidenten des Kohlelandes Brandenburg? Oder Herr Woidke, haben Sie nach wie vor einen Dissens über 2030 oder 2038? Die zweite Frage, Sie haben es schon angedeutet, aber es ist auch gar nicht ganz konkret geworden, Herr Habeck, das PCK und der fällige, so habe ich es verstanden, Eigentümerwechsel. Zurzeit steht ja der russische, der Rosneft-Anteil unter Bundestreuhandschaft. Wie weit sind Sie und mit welcher Perspektive, auf welchen der mehreren Interessenten, wann haben wir einen Eigentümerwechsel zu erwarten? Vor allem würde mich dann auch interessieren, was geschieht denn eigentlich mit dem Erlös? Da gehört also eine Menge von PCK und Rosneft. Wenn es verkauft wird, muss ein neuer Käufer dafür Geld leisten. Werden Sie das dann 1:1 an Putin transferieren oder bleibt das dann ebenfalls erstmal auf einer Art Treuhandkoppel? Ja, vielen Dank für die Fragen und Sie werden nicht von mir erwarten, dass ich sie alle so detailliert beantworte, wie Sie sie gefragt haben. Aber zu spät kann ich sagen, die erste Aufgabe, und ich erinnere noch einmal, dass ein Jahr ist ja jetzt nicht so lange her, die erste Aufgabe war die Versorgung der Raffinerie mit Öl und die Möglichkeit der Arbeit und die Versorgung der Region mit Treibstoff zu gewährleisten. Und da ging die volle Konzentration drauf. Und jetzt sind wir dabei, die Zukunftsperspektive zu sichern. Und dann reden wir mit all denjenigen, die Interesse haben, daran mitzuwirken und diejenigen, die Interesse haben, die Mitwirkung zu ermöglichen, mit denen reden wir natürlich auch. Und alle Details davon werde ich hier heute gepflegt überspringen. Was den Kohleausstieg angeht, so. Das sind die Details, die ich überspringen werde. Was den Kohleausstieg angeht, habe ich das sehr präzise gemeint, sowohl politologisch wie in den nächsten Schritten. Wir können uns Glaubenssätze um die Ohren hauen, wie versorgungssicher ist Deutschland 2030, 35, 38. Wir können uns belehren darüber, wie die ökonomisch beste Welt wohl zu denken ist. Wir können aber auch, und das ist der Weg, den, das darf ich vielleicht sagen, lieber Herr Woidke, wir gemeinsam gefunden haben in den vielen Gesprächen des letzten Jahres. Wir können uns aber auch auf das konzentrieren, was on the ground passiert. Und völlig klar ist ja, wir brauchen Bezahlbarkeit, wir brauchen Verlässlichkeit und Versorgungssicherheit. Und dann brauchen wir natürlich auch, das stellt ja auch niemand in Frage, möglichst schnell Klimaneutralität. Dieses möglichst schnell kann sich entwickeln entlang der Wirklichkeit, heißt also, wir bauen die Erneuerbaren aus, Brandenburg allen voran. Die LEAG selbst beteiligt sich daran mit atemberaubenden Zahlen, das muss man mal sagen. 7 Gigawatt alleine auf ihren Gebieten, in ihren Flächen, das ist wirklich ein Ausrufezeichen. Ein Konzern in einer Region, 7 Gigawatt, das ist mächtig. Wir schaffen im Moment die Voraussetzungen der Versorgung für. Wir werden ja auch, wenn wir 80% Erneuerbare haben, das ist das Ziel, das wir für 2030 ausgegeben haben, logischerweise für 20% nicht Erneuerbare haben. Das heißt, wir brauchen da grundlastfähige Kraftwerke. Das können Kohle, Steinkohle, Braunkohle, Gaskraftwerke sein. Möglichst schnell sollten es andere Kraftwerke sein, also molekülgeführte Gas und möglichst schnell dann Wasserstoffkraftwerke. So, und damit das Ganze funktioniert, brauchen wir ein Wasserstoffnetz, das planen wir jetzt und dann kann man schauen, wie gut sind die Planungen,
wie schnell kommen wir voran und wann sind die Investitionsentscheidungen? Ich glaube, wir kommen da wirklich gut voran. Ich nehme an, Jörg Steinbach, der ja auch eng eingebunden ist, würde dem zustimmen. Wir planen ebenfalls im Moment in Gesprächen mit der Kommission die Mengen und die Vergütung der Ausschreibungen für wasserstofffähige Kraftwerke und wollen die bis Ende des Jahres dann gestartet haben, die Ausschreibungen. Und daraus ergibt sich dann ja mit einer gewissen Verlässlichkeit dann schon, sagen wir, den Umriss einer Energiewelt, die dann ab 2030, 32, 35 entsteht. Und auf der Basis kann man dann die Frage stellen, was rechnet sich denn dann noch? Wie sind die Preise wohl für CO2-Zertifikate? Wie viele erneuerbare Energien sind da? Wie sind die Preise für Wasserstoff? Und abhängig von dieser Debatte, glaube ich, können wir zu einer ökonomisch geführten Debatte über die Frage, wie lange rechnen sich Braunkohlekraftwerke kommen. Und da mögen die Statistiken sich ein bisschen unterscheiden. Da werden LEAG vielleicht andere Zahlen haben als wir und wir nochmal andere als die Europäische Kommission. Aber das ist dann ja eine belastbare Debatte. Dann kann man sagen, wie kommt ihr denn zu den Zahlen? Warum sagt ihr denn, die CO2-Zertifikate sind so und ihr sagt so? Und dann kann man die Annahmen überprüfen und dann findet sich vielleicht ein Korridor, über den man reden kann. Und wenn nicht, gilt natürlich das Gesetz, wie es da ist. Alles gut. Alles gut. Dann habe ich Thorsten Metzner für BNN und Tagesspiegel. Eine Nachfrage zum letzten Thema. Herr Habeck, Sie waren es ja, der sehr oft 2030 die politische Debatte hier eingeworfen hat und die Erwartung geäußert hat, dass es doch bis 2030 schon gelingen kann. Der Ministerpräsident, heute schlagen wir beide sehr diplomatische Töne ein, der Ministerpräsident hat noch in der letzten Woche dass für einen vorzeitigen Ausstieg 2030 endlich die Bedingungen formuliert werden müssen, und zwar adressiert an Sie, Herr Habeck. Und die Aussage war, bis heute gibt es dazu nichts. Deshalb frage ich Sie beide, hinter all den Dingen, die Sie hier genannt haben, gibt es denn da eine Annäherung? Herr Wolke, haben Sie jetzt die Bedingungen von Herrn Habeck genannt bekommen? Und wie darf ich das? Ich kann das sehr gerne machen. Ich glaube, Herr Habeck hat dazu schon einige Sachen gesagt, nämlich, dass es kann nicht sein, dass Länder, die die höchste Quote an Erzeugung erneuerbarer Energien haben, gleichzeitig die höchsten Strompreise haben. Das ist ein Fehlanreiz, ein klassischer Fehlanreiz, der dazu führt, dass andere Länder sich erstens nicht vielleicht denn doch nicht ganz so doll anstrengen und zweitens wir natürlich, wenn wir weiter ausbauen wollen und damit auch über unsere Grenzen hinaus andere Bundesländer beispielsweise mit erneuerbaren Energien versorgen wollen, brauchen wir ein anderes Anreizsystem. Herr Habeck hat dazu was gesagt, das ist momentan in dieser Art und Weise noch nicht da. Das brauchen wir aber dringend, weil wir Akzeptanz in der Bevölkerung brauchen. Ein zweiter Punkt ist Versorgungssicherheit. Herr Habeck hat ja gesagt, Bezahlbarkeit, erneuerbare Energien sind günstiger als jede Art von fossiler Energie, die heute zur Stromerzeugung genutzt wird. Sie sind günstiger. Aber dieser Vorteil muss in den Regionen, wo die erneuerbaren Energien erzeugt werden, auch mindestens teilweise an die Menschen weitergegeben werden, weil sie brauchen Akzeptanz. Und ich war gestern in der Uckermark, ich habe es gesagt, da können Sie ja sich angucken, dass die Begeisterung in der Uckermark nicht nur groß ist für den weiteren Ausbau von Windkraftanlagen, das liegt auf der Hand. Wenn ich den Menschen aber sagen kann, ihr habt was davon, dann wird es bei vielen dazu führen, dass die Akzeptanz auch steigt. Und deswegen ist der dritte Punkt nochmal immens wichtig. Wie kriegen wir es endlich hin, erneuerbare Energien zu zuverlässigen Energieträgern zu machen? Da wird ja schon seit vielen Jahren drüber geredet. Momentan haben wir in der deutschen Energieversorgung zwei große Blöcke. Das eine ist erneuerbare Energie, zum größten Teil leider immer noch unzuverlässig. Das heißt, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, ist sie nicht da. Und der zweite große Teil ist jetzt mittlerweile im Wesentlichen die Braunkohle. Und die sorgt dann für die Versorgungssicherheit. Und deswegen muss diese Frage Versorgungssicherheit, auch darüber haben wir heute gesprochen bei den Erneuerbaren, beispielsweise mit Wasserstoffproduktion, mit anderen Dingen mehr, muss jetzt noch stärker in den Fokus kommen. Aber ich glaube, das hat das Bundeswirtschaftsministerium auch im Blick. Und dann muss es einen Plan geben, wie man in den nächsten Jahren, was können wir in den nächsten Jahren erreichen.
Und von diesem Plan abgeleitet können wir dann über alle möglichen anderen Sachen diskutieren. Danke. Hallo Chris für den RBB. Sorry, meine Frage bezog sich ganz konkret auf die 2030-Debatte. Und es war letzte Woche eine Veranstaltung von der Lea und ihm, wo sie genau für diese 2030, für das Datum 2030, das vom Bundeswirtschaftsminister gefordert haben, verlässliche Bedingungen, um das zu ermöglichen. Und da wollte ich fragen, ob das heute Ich nehme das ernst, was der Ministerpräsident sagt, und das ist ja auch völlig richtig, es muss Bedingungen dafür geben. Das gilt übrigens auch für den Westen, also für die RWE-Vereinbarung, denn wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind, also da ist ja auch der Plan, die nehmen ihre Blöcke Braunkohle aus dem Markt und bauen dafür die gleiche Systemik wasserstofffähige Kraftwerke auf, und die sollen dann ja möglichst auch mit Wasserstoff betrieben werden. Das heißt, es braucht die Leitung dahin, es braucht den Wasserstoff, es braucht die Kraftwerke. Das sind die Bedingungen dafür. Und natürlich muss der Energiemarkt insgesamt dargestellt werden. Und das fordert der Ministerpräsident. Und ich habe jetzt versucht, sofern das in der Pressekonferenz geht, zu skizzieren, dass wir diese Bedingungen schaffen wollen und wo wir stehen. Also, wir bauen im Moment designen wir das Kernnetz, das ist quasi das Autobahnnetz für Wasserstoffleitungen in Deutschland, sind da schon sehr weit. Die gesetzlichen Voraussetzungen haben das Kabinett schon passiert, sind jetzt im Deutschen Bundestag, und jetzt muss man quasi die Landkarte, den Plan sozusagen machen. Den werden wir dann vorstellen, dann wird er konsultiert, dann wird er beschlossen und dann wird es gebaut. Das werden wir also nach Lage der Dinge gut schaffen. Bis 2030 sollte er davor sein. Vieles wird ja Umwidmung von bestehenden Leitungen sein. Ausschreibung Kraftwerke habe ich schon gesagt. Das ist in the making. Wir bringen das voran. Dann brauchen die 5 Jahre Bauzeit. Wir haben 23. Selbst da ist noch ein bisschen Spiel. Das kann sich natürlich verzögern. Aber auch das, meine ich, können wir erfüllen. Dann ist die Preisfrage natürlich zu stellen, sowohl für den Betrieb von Braunkohle insgesamt im Markt wie für Wasserstoff selbst. Wir haben dank der großen gesellschaftlichen Arbeit in diesem Land Energiepreise, also Gaspreise, wie vor 2 Jahren das letzte Mal. Die Megawattstunde Gas kostet jetzt 24 Euro. Die Perspektiven der Gashändler sagen, sie werden in den Jahren, die jetzt kommen, immer bei 20 plus X sein. Das wird sich so einpendeln, wenn nichts Unvorhergesehenes mehr passiert. Gas ist also deutlich günstiger geworden, als vor einem Jahr noch zu befürchten war. Die CO2-Zertifikate werden steigen, die Erneuerbaren werden große Marktanteile besetzen. Das wird so kommen, und der Rest ist eine ökonomische Überlegung, die dann ja vor allem der Konzern anstellen muss. Wann lohnt es sich nicht mehr, beziehungsweise wann lohnt es sich zu investieren in eine neue Welt? Ich habe die Signale von LEAG so verstanden, auch jetzt zuletzt vom Eigentümer und dem CEO Herrn Kaczynski in einem Interview, dass sie sich entschieden haben, darauf hinzuarbeiten. Und das sind doch sehr gute Signale. Und die Frage, ist es dann so, dass wir bei 38 bleiben, dass man es ein bisschen vorziehen kann oder dass man 30 erreicht? Da bin ich geduldig. Das können wir abhängig machen von den Voraussetzungen. Der Ministerpräsident sagt, schafft die Bedingungen. Die schaffen wir. Wir können die erläutern. Und dann, glaube ich, sind wir am Ende nicht mehr so weit auseinander. LEAG wird es auf Dauer nicht durchhalten können, rote Zahlen zu schreiben. Die haben ja ein Interesse, dass es ein wirtschaftlich starker Konzern ist, und arbeiten dafür. Das Land Brandenburg will sicherlich das Gleiche. Und wir wollen das auch. So, und insofern sind wir, glaube ich, schon eher gemeinsam auf dem Weg. Sie sind ja, die Frage ist eine Frage an den Bundeswirtschaftsminister. Das ist ja eine Anweisung gewesen des Bundeswirtschaftsministeriums, ich glaube sogar der Bundesnetzagentur. Die Kraftwerke, die in Ruhe waren, das war ja Teil der Vereinbarung, die damals geschlossen worden ist, für den ersten Block schon zu Zeiten eines Bundeswirtschaftsministers Gabriel, wenn ich mich richtig erinnere, und der zweite Block dann in der letzten Legislaturperiode der Bundesregierung, dass diese Kraftwerksruhe sie immer sozusagen eine Reserve dargestellt haben, dass die Reserve jetzt brauchen. Das konnten wir natürlich nicht ahnen, aber ich glaube, die soll Ende Juni enden. Also das Gesetz ist eine gesetzliche Änderung gewesen, sieht vor, dass sie bis Ende Juni am Netz sind, und dann können sie bei Bedarf weiter per Ministerverordnung wieder
noch mal genutzt werden. Das wäre dann nach Lage der Dinge über den Winter. Im Moment haben wir ja sehr gute Energiebedingungen in Deutschland. Die Preise habe ich gerade schon skizziert und die Tage sind lang, die Stromverbräuche sind im Sommer geringer. Also wenn, brauchen wir sie für den Winter. Das muss ich gegenüber der Europäischen Kommission begründen, dass wir sie brauchen. Aber ich habe an verschiedenen Stellen ja ausgeführt, obwohl wir auch heute mit Blick auf Schwedt eher sagen, wir haben da gut gearbeitet, dass wir noch nicht durch sind. Und mit Blick auf die Gasversorgungslage und den schwierigen Prozess für den Osten Deutschlands, Stichwort Mukran und Rügen, also bleibe ich bei meiner Meinung, jetzt heute würde ich sagen, wir brauchen zusätzliche Reservekapazitäten oder zusätzliche Kapazitäten auch im Winter. Aber erst einmal laufen die bis zum 30. Juni und dann wird man gegenüber der Kommission für den Winter neu begründen müssen. Aber wie gesagt, meine politische Deutung ist, wir sind so erfolgreich wir waren, noch lange nicht durch. Und insofern rechne ich damit, dass wir dort auch im Winter die Dinger nochmal einsetzen. Mit Unterbrechen zwischen Juni und Winter? Oder? So ist die gesetzliche Norm. So ist die gesetzliche Norm. Ja, das Gesetz kann nicht einfach durchgeschrieben werden. Das wäre wahrscheinlich auch schwer möglich zu notifizieren. Ja. Es tut mir sehr leid. Eine kurze Frage. Die Lehrer für 4 Gaskraftwerke gebaut. Herr Richter, für den Winterstadtfunk. Entschuldigung. Die Lehrer für 4 Gas-Wasserstoffkraftwerke gebaut. Dazu brauchen Sie Versorgungspipelines. Nun hat die Lehrer große Versorgung angekündigt, bei dem Deutschlandtempo, was wir haben, das wird quasi gar nicht klappen. Wie ruhig können Sie da überhaupt schlafen, wenn Sie sehen, wie lange solche Prozesse dauern? Und ja, wenn es dazu nicht kommt, dann haben wir ein Problem. Also ich leugne nicht, dass wir bei vielen Sachen, und zwar gar nicht nur die Energiesachen, Fachkräftezuwanderung und so weiter, eher immer hinterher sind. Also bestimmte Dinge haben sich ja als Problem nicht als Konsequenz des letzten Jahres ergeben. Ich wundere mich manchmal, wenn die Opposition im Deutschen Bundestag darüber flucht, wie viel Bürokratie Deutschland hat, fragt man sich schon, wer die letzten Jahre eigentlich regiert hat. Das ist ja jetzt nicht keine Erfindung der letzten Monate gewesen. Also die Dinge, wir sind unleugbar wirtschaftspolitisch in Deutschland in einer Wettbewerbssituation. Wir müssen beweisen, dass wir besser sein können, als wir in der Vergangenheit waren. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Aber was das Wasserstoffnetz angeht, ist das erreichbar. Ja, auch da hätte man ja auch schon vor 5 Jahren planen können, wie sich die Energiewelt der Zukunft darstellt, war jetzt ja auch nicht überraschend. Aber wir werden, wie gesagt, das Kernnetz jetzt entwickeln. Das Kernnetz bedeutet, die großen Einspeisepunkte, Elektrolyse, die Häfen und die großen Ausspeisepunkte, die Industriezentren, die großen auch energetischen Verbrauchszentren, das sind die Kraftwerkstandorte, die werden miteinander verbunden. Die unterliegenden Netze werden dann, also als Verteilnetze sozusagen, sofort danach geplant. Und dann werden die gebaut, beziehungsweise umgewidmet. Wir haben ja ein sehr starkes Gasnetz in Deutschland. Weite Teile sind wasserstofffähig, die kann man dann umnutzen. Das ist vor allem eine Frage der Betreiber, wie der Gasfluss und der Wasserstofffluss dann zusammen gemacht werden können. Aber das ist in einer guten Vorbereitung der FNBs. Und der Anschluss dann der Kraftwerkstandorte mag für einige Neubau bedeuten. Das ist aber in 5 Jahren allemal möglich. Also da bin ich jetzt neben der allgemeinen inneren Haltung, dass wir in die Gänge kommen müssen, nicht beunruhigt. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Herr Minister, vielleicht müssen Sie noch mal wiederkommen. Gerne. Noch Fragen fürs nächste Mal. Dankeschön. Ich danke Ihnen allen fürs Kommen und Dankeschön. Für das Verständnis, dass wir jetzt beenden müssen. Zum Möglichen eine Frage.